bin unwürdig. Also auf jeden Fall Platz- und ressourcensparender ist diese Art, Nahrungsmittel zu beschaffen. Heißt sogar Nahrungsmittelvorrat, nicht Nahrungsvorrat. Nor, lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. So, dann holen wir uns gleich noch mal 5 Nekromanten. Für die Ehre und Ehre. Und wir können uns das erste Upgrade holen. Nor ist mit uns. Gebt euren Befehl. Glitzert der Tod. Lasst uns kämpfen. Erstmal noch 5 Nekromanten und dann 5 Kriegsherren. Oh, da kommt wieder eine kleine Armee. Okay, sie beginnen jetzt wieder auszusehen, das ist gut. Für die Macht Nors! Wir sind die Schlacht der Tod. Ist nahe. Standhalten, Männer! Ja, 5 Todesritter hätte ich auf jeden Fall noch gerne. Könnte knapp werden. Ah, es ist noch genug Mondsilber da, es muss nur abgebaut werden. Au, oh, jetzt kommt ein Angriff, der... Gebt euren Befehl. Ein ehrloser Hinterhalt! So sollen die Goblins ihren Spaß haben. Der Tod ist nur der Anfang! Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. Ruhm und Ehre. Nor ist mit uns. Für die Ehre und Ehre. Ich werde auch ein paar Hexer ausbilden. Ein bisschen mehr Todeszauber, also Schmerz. Dürfte auch helfen. Oh, der Aria-Brunnen ist leer. Das. Also er ist am Regenerieren. Hier ist noch ein bisschen Aria. Da kommt wieder ein Kita. Aber ja, wir haben jetzt genug Mondsilber auf jeden vorwärts Fall. Vorwärts mit Riga! Für die wir sind der Tod. Sobald wir die Nahrung für sie zusammen haben.
ja, es kommt immer wieder ein bisschen Nahrung rein, weil wir haben das Nahrungslager ja jetzt voll gepumpt mit Nahrung. Das heißt, das Nahrungslager versorgt uns jetzt auch selber mit Nahrung eine ganze Weile. Aber das Nahrungslager alleine ist halt nicht so schnell darin. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Oh, die wollen... Wo wollen die hin? Wir sind der Tod und Ehre. Oh, die kommen wieder in größerer Anzahl. Eure Gegenwehr ist vergebens. Gebt euren Befehl. Für die Macht Nors. Die Linien dürfen nicht brechen. Ruhm und Ehre. Das war ein Kriegsherr von mir. Nor ist mit uns. Eure Gegenwehr ist vergebens. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Dass da jetzt ein Kriegsherr draufgegangen ist, war nicht so schön. Gebt euren Befehl. Für die Ehre. Ah, wir sind aber auf dem besten Wege, die Nahrung zusammenzukriegen. Lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Ich bin unwürdig. So. Ah ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, die Handwerker und Arbeiter, also Sklaven der Dunkelelfen, sind keine Dunkelelfen. Ich habe vergessen, wie diese Jungs hier nochmal heißen, aber das werden wir dann nochmal in Breath of Winter erfahren, ganz genau. So, es wird noch ausgesät, aber ich glaube, bald dürfte wieder gesammelt werden. Also ja, das Lager hier macht mir so die meisten Probleme, denke ich mal, weil es sind schon viele... Obwohl, es sind drei Spawner und recht viele Kitar. Runenkrieger, zu mir! Genau, haut die Goblins. Ein feiger Angriff! Lasst uns kämpfen! Die Linien dürfen nicht brechen! Ruhm und Ehre!
So. Aber wie ich sehe, werden wieder Pilze gesammelt und abgeliefert. Ibi. Oh, da kommt schon der nächste Angriff. Okay, noch 500, also keine 500 Nahrung mehr fehlen, dann haben wir genug. Ja, und hier wuseln so an die 20 Kitas herum. Komm, bringt mir Nahrung. Ich brauche Nahrung. Ja, wie gesagt, sobald sie einmal richtig drin sind, läuft das mit der Nahrungsproduktion ziemlich schnell und gut sogar. Da fehlt nicht mehr viel Nahrung. Oh, dafür kommen hier langsam immer größere Angriffe. Oder ist es gerade Zufall, dass gerade so viele Kita auf einmal angewatschelt kommen? Standhalten, Männer! Okay, wir haben genug Nahrung. Und ja, man sieht, bei so vielen Kita muss ich auch ein bisschen einstecken. Also unser Avatar. So, hier unten sieht alles gut aus. Lasst uns kämpfen. Ja, was haben wir nochmal dem Todesritter? Ah. Hohe Resistenzen und Pestilenz. Das ist nicht schlecht. Lasst uns kämpfen.